Kapitel 4, Pflicht der Beschützerin. So, wie schaut's aus, Leute? Seid ihr noch ein wenig fit? Machen wir noch ein Kapitel? Oder sagt ihr, nö? Ja, es ist schwer, doch es muss sein. Zeit zum Schläfchen. 3 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Ein Träger, die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boden... Marseille. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Mhm. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas. Alles klar. Bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf. Irgendwas stinkt. Irgendwas stinkt richtig zum Himmel. Ich kann nicht sagen was, aber irgendwas stinkt da so richtig derbe zum Himmel. Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott! So, und ich habe hier ein Pop-up für... Das ist so... ...ein Spiel mal wieder. Ja. Ja. Und ich darf schon wieder nicht ran. Und es ist Nacht. Schön. Wieso habe ich nur das Gefühl, ich brauche Feuer? Ich weiß es nicht. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Natürlich. Wir müssen schnell zum Boot. Warum kommt mir die ganze Geschichte bekannt vor? Hauptsache, Hugo geht's gut. Hm? Ich kann dir gerade nicht folgen. Das bedeutet, dass ihr alle hingerichtet werdet. Da. Hauptsache Alessio geht's gut. Führt uns zu Hafen. Männer, wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das
Das sind ich stehe gerade so auf dem WLAN-Kabel. Da bringen Sie sie also hin. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Ja, wir nehmen keine Schleuder, wir nehmen Messer. Wären wir. Gut. Wir nehmen eiskaltes Messer. Schon ein paar Jahre her, als sich Petra und Buddy getrennt hat, haben wir immer gesagt, Hauptsache Alessio geht's gut. Ich war jetzt irgendwie im Anime-Bereich und dachte mir so, hä? Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Du bist nicht allein, denn der Lukas ist bei dir. Und ich hätte gern noch 8 Aufwertungs... was auch immer. Tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Er ist noch nicht tot, richtig. Noch alles nicht. Klar. Aber ich glaube, er wird auch nicht sterben. Wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Ja. Keine Toten, keine Probleme. Ja. Suchen wir das Boot. Das klingt zwar nach netten Tagtraum, aber wenn ich die jetzt nicht töte, dann werden die bestimmt auch nicht sagen, wenn du so nett bist, ne, dann werfe ich jetzt auch keinen Speer auf dich. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Ja. Rot-weißes Segel. Welches von den Eingerollten hat ein rot-weißes Segel? Ach, der ist da hinten, oder? Ja, 5. Mir fehlen noch 3. Oh, sie sieht so schön aus. Eine neue Blume. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Da bin ich nicht so sicher. So, gib mir noch so 5 Aufwärter, dann bin ich happy. Dann kann ich nämlich von ab der nächsten Werkbank natürlich überall aufwerten. Und das finde ich gut. Finde ich richtig gut. Und dann können wir uns auf Angriff und alles spezialisieren. So. Nein. Hallo. Danke. Hoch da. Los, ihr solltet schon lecken. Ja, war ja klar. Da sind sie. Komm weiter. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug. Krüge, ganz klar. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Die haben Krüge. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Sie fängt schon wieder an. Wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten.
Richtig. Aber auch Ratten haben Hunger. Öffnet das Tor! Geht in Stellung! Hey, Neulinge! So. Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Alles klar. Wir passen drauf auf. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Wir gucken mal. Aber jetzt brauchen wir erstmal wieder Schwefel und Alkohol. Setzt Kräfte frei. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Halt die Klappe, Krähe. Du verrätst mich nur. So. Vielleicht nicht ganz so hektisch, weil sonst war ich wieder erkannt und dann bringst du mich bloß wieder um. Und wir sollen ja keine mehr umbringen, weil die bringen uns ja dann auch nicht um, wenn wir keine umbringen. Aber dann kann ich ja eigentlich auch sprinten, ne? Nach der Logik. Na kommt. Also. Ein Weg ohne Wiederkehr. Tor. Okay. Er hätte auch einfach die Klappe umlegen können und da hätten wir immer wieder rauf und runter, aber gut. Da, da, da. Ja. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was passiert? Salpeter ist voll. Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Ich glaube gar nichts. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. So. Da ist ein Salpetersäckchen. Okay. Tja, es ist doch schön, dass ich mich jetzt einfach vorbeischleichen kann. War wohl doch nichts. Nö, war nichts. War nichts. Hast du dich nur eingebildet? Alles entspannt. Konnte mich einfach wunderbar an dir vorbeischleichen. Doch, da hinten runter. Doch, richtig gesehen. Ja. Hier durch. Ja. Puh. Es fällt auch nie auf. Praktisch, wenn man so klein ist. Vorsichtiger, geht nicht. Okay. Oh, nein, Gott. Checkpoint. Ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und naja, die Augen offen halten. Ist relativ einfach. Also der eine hat gesagt, ich tue dir nicht weh, dann tust du mir auch nicht weh. Scheiße. Ach, verdammt. Ganz klar. Ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Himmelswillen, tut doch was. Die Menschen machen immer den gleichen Fehler. Das ist ja das Komische. Ganz selten, dass sie was irgendwie irgendwo raus was lernen. Der Mensch. Nein, nein! Sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind hier. Wir sind tot. Nicht weitergehen, Amicia. Es ist, oh Gott!
Da sind sie. Ah, wie eine Lawine. Ah, wie halt, ne? Das darf nicht sein. Doch. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Ah. Oh nein. Ach komm. Ich stand 2 Zentimeter zu sehr im Dunkeln. Okay, jetzt nochmal. So. So, dann machen wir mal hier. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Ja. Ist ein schmaler Grat, wie es so schön heißt. Salpeter bin ich schon wieder immer noch voll. Das Feuerbecken, es ist beweglich. Ja. Na komm. Das heißt, wir können dadurch. Das ist alles falsch. Ich muss sehen. Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Mhm. Ausrüstung und Leute. Leute? Nein. Wie soll das bitte enden? Weiter hierbleiben ist der sichere Tod. So. Josephs Boot. Wir kommen näher. Wieder Salpeter. 5 Stück und Schwefel. Ja, nice. Wir brauchen nur eine Workbench. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. So, gönnt euch. Achso, macht er ja nicht. Weil... Okay. Mei, oh mei. Geh halt da rein jetzt. Komm. Geh hier durch. Hat er auch gerade gesagt, links ist sichere. Mei, oh mei. Ja. Ekelhaft. Oh, dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Mhm. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein! Bleib zurück! Sie folgen uns! Na klar. Keine Panik, wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Von innen abgeschlossen. Aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen den Kopf um. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Mhm. Ah. So. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Ja, ja, sind wir schon unterwegs. Schon voll dabei. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, natürlich. Lukas, Stupefaccio wäre jetzt gut. Ja, beeil dich, wenn der Rauch ausbricht. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Na? Hast du gekifft? Ich seh mal nach.
Okay. Hallo? Ach komm, muss ich jetzt mit der Kurbel spielen, dass dir wieder einfällt, dass er das machen muss, oder wie läuft das jetzt ab? So. So. Dann mach ich das halt mal. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Überlass das mir, ich bin stark, ich bin She-Hulk. Gut, warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los, festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Bin unterwegs. Mach jetzt keine Hektik. Verdünner. Na klar, Alkohol natürlich. Bereit? Ja. Lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Jo. Bloß nicht einfach machen. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Ja. Der wird schon brennen. Ha, es funktioniert. Ja. So, und wie kommst du jetzt wieder runter? Ah. So. Dann sollte ich vielleicht gleich mal wieder direkt was herstellen. Ne? Ja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja. Könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Was wirfst du mir rüber? Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du kannst Tee herstellen. Und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. Also dann? Wirf einen Topf mit Tee zwischen die beiden großen Becken. Ein Topf. Es muss klappen. Mal sehen, was der Tee taugt. Perfekt. Ja, das Ouch. Becken hier ist voll mit Tee. Komme. Okay, ich habe keinen Teer, aber ich habe Feuer. Okay. Ach komm. Hallo? Das brennt und die kommen. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Bin bereit zum Fangen. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. So. Wirf ein also Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Ja. Komme. Bin schon da. Bin schon da. Du hast mich gerettet. So, diesmal ein bisschen schneller durch. Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. So, ich will jetzt trotzdem noch mal hoch. Ich glaube, da hat was so schön geglitzert. Eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Ne? Ich hoffe, das hilft uns weiter. Ja, auf jeden Fall. Guck dir mal die Kiste an. 10 Stück, ein Werkzeug, Salpeter, ihr könnt upgraden ohne Ende jetzt. So. Und er ist mir halt gefolgt, wie so ein kleines braves Hündchen. Süß. So ein kleiner Alchemist an der Seite ist schon gut. Und wieder einen Abschnitt geschafft. Oh, zufrieden. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudan und deiner Mutter hin und her gerissen. Und
Und dann? Ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Mhm. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Ja. Wir kriegen das hin. Denn wir haben die Macht. Warte, Macht von Grayskull. Nein. Spaß beiseite. Wir kriegen das schon hin. Ich meine, irgendwer wird definitiv sterben. Habe ich einfach so ein Gefühl. Und ich denke mal, die Story von dem Spiel ist auch danach ausgelegt, dass irgendwer stirbt. Entweder ist es der Lukas oder die Mutter. Also von den Nahestehenden. Meine Meinung. Aber... ja, doch. Es wird auf jeden Fall für Amicia und Hugo ganz gut ausgehen. Wäre natürlich auch möglich, dass die Schwester sich opfert, dass der Bruder leben kann. Es wäre so das klassischste Klischee, was man halt irgendwie aufbringen kann. Gut, wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier Meerteer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zu... Meerteer? Gut, mal sehen, was du bewirkst. Ich komme. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Okay. Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Mhm. Okay. Alles klar. Lass mal hier. Bereit. Okay, gut. Gut. Dann. So, das klappt noch nicht. Ist klar. Bam, 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 bam. Was machen wir mit euch? Das bringt mir nichts. Ah. Ja. So. Verdammt! Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz! Er wirkt vernünftig. Ja. Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Sehr schön. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Richtig. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. So, Hand, Feuer. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen machen wir hier nicht. Gut, jetzt noch die anderen beiden wecken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Alles klar, ich sag dir Bescheid. Na dann.
dich, Lukas. Geht klar. Lukas, komm, mach. Dam-di-dam-di-dam. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Du kannst aufhören. Ja, sofort. So. Klasse, genau richtig. So. Und erledigt. Zünden das hier auch an. Wird gemacht. Ja, ja, bin schon dabei. Jetzt macht mal keinen Stress. Na bitte, ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Ja, darf ich doch für die Kiste vielleicht? Danke. So. Lukas, du bist dran. Sofort. So. Dann mach mal, Lukas, du Lokomotivführer. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Lass es. Na gut. Ach, komm. So. Das Ganze nochmal, weil es so schön war. So. Deine Aufgabe, Lukas. Geht klar. Upsa. Gleich das Mikro abgeräumt. So. Na komm. Und jetzt er. Hey, lass gut sein. Sofort. Und gib ihn. Und fertig. Bin doch schon dabei. Jetzt stresst mich nicht. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Sehr schön. Mein Freund, die Ratte wird. Alten Pestbringer da. Achso, jetzt muss ich den auch noch die Tür aufmachen, ne? Muss ich den jetzt abholen gehen oder was? Hallo? Hallo? Nee. Amicia, ich steck fest. Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun, ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Okay. Meine Augen! Meine Augen! Los jetzt! Der Teer wird nicht ewig brennen!
hat perfekt geklappt. Danke. Das war ziemlich clever. Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Fast geschafft. Na komm. Ja, geschafft. Klasse. Unfassbar. Ihr habt's geschafft. Ja. Und wo ist er jetzt? Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Mein Zeug. Ich bin ja gar nicht so. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ah, das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr seid geflohen. Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ja. So. Tja. Es ist schön, dass wir zusammengearbeitet haben, aber wenn du meinst, du musst mich umbringen, dann... Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Ja. Die Pflicht der Beschützerin. Überquere erledigt. Und ja, endlich gut, eine Werkbank. Arbeit. Hallöchen, Reisewerkzeug. Das sollte die Sache erleichtern. Mhm. So, und jetzt können wir noch entweder mehr Alchemiezeugs mitnehmen. Mehr Ausrüstungsgegenstände oder weniger Lärm. Alles nicht schlecht. Weniger Lärm ist schon nicht schlecht, ne? Nehmen wir weniger Lärm, dann können wir vielleicht auch mal richtig. Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Oh, das klingt gut. Doppelschuss. So. Und jetzt, wenn ich jetzt I drücke, kann ich hier jederzeit... Amicia kann bruchfestes Werkzeug verwenden, um ihre Ausrüstung kostenlos aufzuwerten. Ja, holla die Waldfee. Das ist ja mal ein richtig schönes Ding. Wie war das ohne Tote? Er meint die Schleuder. Ich soll bitte nicht die Schleuder verwenden. Sehen wir uns das Boot an. Ich habe auch die Schleuder an sich nicht verwendet. Ich habe das Salpeter verwendet. Gesundheit. Also von daher. Verschwenden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist der. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Verpiss dich. Definitiv ein... Warte. Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Ach komm. Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Machtwort, los! Ja, komm. Nehme ich auch so. Das war knapp. Ja. Das Ding, was der da benutzt, nehme ich auch. Verdammt!
und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir Siehst du? Das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Siehst du? Ich darf wieder schleudern. Ich darf wieder schleudern. Alles klar, dankeschön für deinen Lurk, Sailor. Das kam von da drüben. Ich sehe sie. Hier lang. Verdammt. Hier drüben. Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Sicherstellen, dass niemand geht. Oh nein. Nein. Ja, du solltest... Danke. Kam ein bisschen spät. Der kam ein bisschen spät. Bisschen. Timing war jetzt nicht so optimal. Das war knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das kam vom Steg. Kommt mit mir. Soldaten. In Deckung. Jo. Nein, wir sind schon fest. Verdammt. Oh, okay. Was war das? Joseph hat einen Krug mit Herz zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Jo. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, mach das. Was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Ja, ja. Mit der Pfützen aufhalten. Na komm. So, erstmal meine Ressourcen schonen. Wäre auch noch eine Option. Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Sicherstellen, dass niemand geht. Hier ist alles sauber. Versteckt ihr euch also? Sie sind hier drüben. Sie sind da. Wir wurden entdeckt. Ja. Ach komm. So, es wäre schön, Giuseppe, oder wie auch immer du jetzt nochmal genau heißt, wenn du... Jetzt kommen sie! Okay, dich kann ich... Dich kann ich ausnocken. Dich kann ich ausnocken. Gehst du jetzt da bitte rein? Danke. Ich hätte gerne nämlich die Truhe hier. Okay. Bin ja schon dabei. Schnappt euch den leckeren Thunfisch. So. Also damit angestellt. Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Vielleicht sind sie da drüben. So. Was? Ihr seid bestimmt dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Sie haben
haben uns! Sie verstecken sich dahinter! Oh. Zu mir! Ja. Hier sind Eindringlinge! Das Feuer hält nicht mehr lang! Eindringlinge! Zu mir! Eindringlinge! Ach komm! Was ist mit dem Giuseppe? Machst du jetzt nichts mehr oder? Was ist los? Und vor allem, wer hat mich da hinter mir entdeckt? Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Ja. Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Ja. Wir müssen es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Ja, die gehen halt auf Nummer sicher und machen halt dann alles weg und... Warum haben sie die Stadt abgesperrt? Ja, die Leute werden eingesperrt. Schleuder, danke. Eine Kriegsstrategie. Das ist nicht nur Kriegsstrategie. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer. Da habt ihr wohl recht. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann? Ja, zwischen die Augen vielleicht. Es gibt kein Entkommen, das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Echt? Hier schleicht jemand rum! Wir haben Besuch! Sucht alles ab! Okay. So. Wo muss ich eigentlich hin? Hier sind Eindringlinge. Findet sie. Die sind garantiert hier entlang. Hier drüben. Haltet sie auf. Sie haben uns erwischt. Kommt rein. Hier sind Unruhestifter. Ach komm! Warum seid ihr jetzt auf einmal der Wand hochgerannt? Das muss ich nicht verstehen. So. Okay. Gehen wir halt mal oben lang. Vielleicht finden wir da einen besseren Weg. So. Ich habe Angst, plötzlich Mutter und Hugo zu erblicken. Ich glaube, sie säubern erst die unteren Viertel. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Wir haben noch Zeit. Ich hoffe, du hast recht. Ja. So. Warte, ich habe jetzt keinen Bock hier auf Viecher zu treffen, ne? Nur so am Rande. Wusste doch, dass mit dem Ratten was nicht stimmt. Okay. Ah, guck mal. Da ist Loot. Naja, klingt zwar doof, aber in der Zeit damals musste man ja auch die Ressourcen schauen bzw. essen und somit musste weniger Mäuler stopfen. Ja, das stimmt wohl, aber es war auch das, was sie jetzt machen, der sauberste Weg. Sucht alles ab. Wir haben Gesellschaft. Um mit Keimen und Bakterien umzugehen.
Komm, hau ab. Vielleicht sind sie da drüben. Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. Die können nicht weit sein. Hm? Hier ist alles sauber. Jetzt. Sie sind hier. Ich sehe sie. Ja. Auf, sie stören uns da. Lass sie nicht entkommen. Wir wurden entdeckt. Da, hier sind Eindringlinge. Nein. Amicia, nein. Ja, guti. So. Das ist für mich das Zeichen. Ich mache jetzt erst einmal Stoppi. Ich krieg's nicht mehr gebacken. Wir machen hier dann weiter. Wahrscheinlich, wenn es gut läuft, sogar morgen Abend spätestens, aber auf jeden Fall am Montagabend. Ah. That was close. Yes. Warum stellt ihr immer das Audio um? Ich verstehe es nicht. Kann er sich nicht speichern? Sprache. Das ist so bitter. Das ist das Einzige, wo ich sage, hey Leute, müssen wir nachbessern. Das kam vom Steg. Kommt mit mir. Soldaten. Entdeckung. Okay, das heißt, wir starten hier quasi komplett von dem Teil wieder. Ich habe das schon bei mehreren gesehen. Ich hatte damit keine Probleme. Ich weiß es nicht. Ich habe da echt tierische Probleme. Ich finde es super nervig, dass der das nicht auf die Kette kriegt. Schwefel. Sehr gut. Jetzt weiß ich, wo ihr... Sie sind hier. Ich sehe sie. Sie haben uns. Mein Fehler. Verdammt. Zum Glück habe ich ein Messer. Ach, genau, das Instant brennt das. Super. Läuft. Perfekter Start. Gleich mal tot. Yay. Das war knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das kam vom Steg. Das sind wieder schöne Fails heute. Entdeckung. Nein, wir sitzen fest. Danke. Was war das? Joseph hat einen Krug mit Teer zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, richtig. Es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Okay. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Gott, jetzt darf ich die ganze Scheiße. Halte deinen Gegner eine Teerpfütze auf und entzünde diese anschließend, um ihn zu eliminieren. Okay, ich muss... Ich muss wieder Tier herstellen, nice. Ja, es ist super nervig, wenn du deine Einstellungen eigentlich speicherst und dann sagt das Spiel so, nö, mag ich nicht, interessiert mich nicht, leck mich. Von daher habe ich genug Tier noch? Okay, ich habe genug Tier. Ich habe was zum Ausmachen. Und ich kann brennen lassen. Sehr schön. Das ist gut. Dann werden wir heute mal versuchen, Teer und Feuer zu kombinieren. Weil irgendwann hört ja Joseph auf, uns zu unterstützen. Nichts. Muss wieder weiter. Was ist er denn? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Krug. Ist gut. Wie geht. Und da sind wieder haufenweise Ratten. Okay. Wo ist er denn? Er steht nicht auf.
Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Sicherstellen, dass niemand geht. So. Warte. Da versteckt ihr euch also. Verstecken wir uns. Eindringlinge! Kommt mit! Hier sind Unruhe! Ah! Hier seid ihr also! Ach komm, du sollst doch zuhauen, wenn ich's dir sag. Außerdem hast du einen Pfeil im Hinterkopf. Wie kannst du leben? Genau. Danke. Meine Güte. Geht der mir auf den Sack? Ich wusste, dass er drin ist, aber dass der nicht sterben will, ist natürlich super nervig. So. Erstmal looten. Noch einer weniger. Wow. Er verfehlt nie. Endlich erweist sich der Orden als nützlich. Praktisch. Genau durch die Wand. Respekt. Respekt, was selber macht. Ja, es ist riesig. Ich rieche Teer. Das haben sie also damit angestellt. Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Yep. So, apropos Angst im Dunkeln. Ich habe auch Angst im Dunkeln. So. Oh Mann. So, dann gucken wir mal. Das ist nämlich der Teil, wo es das letzte Mal so richtig schlecht lief. Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Oh, dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Oh! Hier sind Eindringlinge. Findet. Nein. Er ist tot. Ich finde seinen ja. Er ist tot, ja. Sein Fleisch ist völlig verschmort. Ermordet. Ich schnapp mir den Übeltäter. Ich habe keine Töpfe mehr. Super. So, kannst du mal hinten aufhören? Danke. So. Gucken wir mal. Oh yeah. Ihr wart echt on fire, Jungs. Okay. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Oh nein. Hör auf, Leute. Echt, du kannst. Nee, du weißt es nicht, weil sonst wärst du nämlich schon hier, du Vollidiot. Hör auf, mich da voll zu quatschen. So. Müssen wir es halt so machen. Hilft alles nichts. Ich glaube, der stirbt jetzt. Ihr trefft mich nicht nochmal. Das schwöre ich euch. Echt nicht? Bete, dass ich euch nicht finde. Okay. Versteckt euch ruhig. Ich finde euch doch. Das waren diese Drecksäcke. Renn doch einfach. Oder stirb. Oder beides. Wie kann der überleben, wenn der im Feuer steht? Wo seid ihr hingerannt? Zeigt euch! Wir sind weg. Wir sind gar nicht mehr da. So weit werfen kann sie gar nicht. Das ganz sicher. Das waren die. Mei, oh mei, der will aber auch nicht sterben, oder? Das sind bestimmt die. Also, ich hab. Ich habe keine Munition. Kann ich noch mal Teer herstellen? Ja.
braucht den ja gar nichts. Ich habe keinen. Stirb doch einfach, wenn du mit Teer überschüttet wirst, oder? Das waren die. Zeigt euch und ihr seid ein Kopf kürzer. Okay. Er möchte einfach nicht sterben. Oh nein. Haben wir nicht? Weil jetzt hast du uns aus dem Blick verloren. Glaubt ihr, ich weiß nicht, wo ihr seid? Nee, weißt du nicht. Ich hasse es. Der da drüben möchte einfach nicht sterben, ne? Komm, hau ab. So. Ach komm jetzt. Echt jetzt? Ich habe Angst, plötzlich Mutter und Nico zu erblicken. Ich glaube. Ich hasse diesen Part. Viertel. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Wir haben noch Zeit. Ich hoffe, du hast recht. Ich tue mir hier so schwer. Ja, dann geh doch. Ich würde nämlich gern das Feld abbrennen, aber der Kollege ist auch nicht mehr drin. Also es ist gut, wenn ihr hier rüberkommt. Ach was, das wird schon. Ja, das letzte Mal hat es mir ja schon echt Probleme bereitet. Er muss jetzt nur abhauen, dann kann ich versuchen, außen rum zu hatschen. Eine Spur. Das ist gut. Ich sehe mich lieber woanders um. Das kannst du gerne machen. So, der ist da hinten und der ist da. Was ich lustig finde, ich kann das Feld nicht entzünden, aber den seine Fackel, wenn der runterfällt, ne? Da ist es sofort on fire. Diese Stadt versinkt im Chaos. Die Leute werden es nicht akzeptieren. Sie werden sich wehren. Hoffentlich handelt es sich nur noch um Stunden. Joseph weiß zum Glück, wie man kämpft. Hier ist alles sauber. Ja, Joseph wäre cool, wenn der jetzt mal ein paar Schüsse machen könnte. Der hat so geile Pfeile, die hätte ich auch gerne. Oh Gott, geht ihm ja auf den Keks hier zwei. Komm, verschwindet mal. Seid mir echt zu nah. Das Problem ist, ich kann sie halt aktuell noch nicht killen. Wegen ihren blöden Helmen. Suchen wir woanders. Ja, dann geh doch mal. Und geh zu McDonald's, hol dir einen Burger, keine Ahnung. Kann mir die Suche sparen. Ja, dann hau ab. Weil Sprinten brauche ich nicht. Bin ich sofort aufgeflogen. Kann auch leider nicht irgendwie rausgreifen und ihn reinziehen und killen. Das wäre jetzt echt praktisch. Das war bei Tomb Raider immer geil. Wenn die in der Nähe von dir vorbeigelaufen sind, hast du reingezogen und gekillt. Zack. Nie da gewesen. Dieser Gestank. Der Teer überdeckte ihn. Jetzt rieche ich's auch. So, der ist da hinten. Der ist da. Keine Spur von ihm. Das wäre zu einfach, ja, ich weiß. So. Die laufen aber auch direkt immer um mich rum. Wenn die mich jetzt so finden. Die Story ist bis jetzt sehr nice. Ich finde die Story bis jetzt wirklich gelungen. Interessante. Interessante Sachen. Was es mit dem Phönix auf sich hat.
bin ich sehr gespannt. Da habe ich das erste Mal richtig doof geschaut, wie der aufgetaucht ist. Danke, dass du weg. Ach komm, jetzt ist der eine weg, jetzt kommt der andere wieder. Ich hoffe, dass wir jetzt mal noch so ein bisschen mehr Schwung in das Ganze reinbringen. Mir fehlt noch ein bisschen das Tempo, nur ganz leicht. Lieber mal woanders suchen. Ja, dann hau ab. Aber ansonsten ist es wirklich geil. So, und jetzt komm, geh dahinter. Komm, hau ab. Wenn der sich jetzt umdreht, bin ich tot. Und das direkt halt. Kann ich dich beruhigen, das Ganze lohnt sich. Vielleicht sind sie da drüben. Hier ist alles. Nee, langweilig ist sie auf keinen Fall. Also das muss man sagen, die ist wirklich gut. Oh, Mann, ey. Jetzt kommt der schon wieder. Ich habe halt keinen Tontopf, ich kann sie nicht mit Teer festhalten. Auf Joseph scheint Verlass. Er Echt? Könnte die Hilfe sein, nach der wir suchen. Ja, dann. Nur an Geld. Wir sind das Geld und wir brauchen Hilfe. Der Rest ist unwichtig. Meine Fresse. Ja, dann hau halt ab. Soll ich denn hier rauskommen, wenn du die ganze Zeit hier rumeierst? Wäre auch praktisch, wenn Joseph da oben irgendjemanden mal abknallen würde. Ich gehe weiter. Ja gut, dann tschüss. Okay. Auf dass wir sterben. Gut. Ja. So, jetzt ist praktisch, dass ihr da hinten seid. Wir sind nicht da. Nein. In keiner Form sind wir hier. Wir müssen aufpassen, dass hier keine Ratten irgendwo rumhacken. Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt der schon wieder angelatscht. Wir müssen da irgendwie durch und vorbei. Kontern, stechen. Habe ich noch ein Messer? Ah, super praktisch. So, jetzt ist er weg. Sind hier Ratten? Nein. Sehr schön. Es wird ja langsam. Das nächste, was ich auf jeden Fall machen werde, ist mein Materiallager aufbessern. Aber jetzt sind wir schon so weit, dass wir unterwegs quasi alles verbessern können. Das heißt, wenn ich jetzt genug Material habe, kann ich direkt unterwegs alles geil machen. War das? Wollt ihr euch verstehen? Ich sehe sie! Hier drüben! Ach komm! Wir sind doch gar nicht da. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Endlich habe ich euch. Wir wurden entdeckt. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Wow. Was wollten ihr jetzt hier? Hier gewesen wäre. Vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Warum kann ich ihn nicht abschießen? Treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten und Tod bringen. Es gibt kein Entkommen. Das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Ach, da unten. Es wird sich weiter ausbreiten. Ja. Gut. Ah, jetzt ja. Da hinten ist eine Truhe. Zwei Truhen sogar. Ich komme nicht ran. Das ist bitter.
ohne Peer. Genau, ihr wartet ein Festmahl auf die Ratten. Und wenn sie kommen, stehen wir bloß mit Fackeln. Ha? Fliehen ist zwecklos. Sie haben uns erwischt. Ach komm, nein. Du sollst kontern. Wow. Ich könnte mir nicht ewig aus dem Weg gehen. Ich bin nicht dumm. Ich gehe garantiert nicht weiter. Hier! Lass sie nicht! Wir müssen diesen Dämon entdeckt! Was zur Hölle war das? Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf! Jetzt kommen sie! Ich kann auch nicht wirklich entkommen. Ach komm, ja, genau. Ach komm. Okay. Ich habe irgendwo einen übersehen. Und wo bin ich? An welchem Punkt? Ich bin hier hinten. Alles klar. Ich höre schon wieder viel zu viele Ratten. Das gefällt mir gar nicht. Okay, dann machen wir mal wie in das Licht aus, oder? Sie sind dahinter, ganz sicher. Das wäre schön, wenn die Ratten ihn jetzt auch noch angreifen würden, weißt du? Ihr kommt nicht ungeschoren davon! So. Hier wirkt alles ruhig. Wo Komm. Seid ihr hin? Denkt nicht, dass ihr mir entkommen könnt! Ja, geh ins Dunkle ohne Fackel. Das ist super. Danke. Ach komm. Oh nein. Wo kommst denn du jetzt her? Ach komm. Nee, nee, bitte. Okay. Jetzt ist er tot. Kann ich das nochmal herstellen? Nein, mir fehlt es natürlich. Mir fehlt es natürlich. So, was gibt's denn hier Schönes? Da liegt was. Natürlich nicht das richtige Material da, ne? So, der da drüben regt mich auf. Da muss ich aufpassen. Ich hab nur Teer. Ich kann dich also höchstens on fire setzen. Und on fire kann ich dich auch noch setzen. Okay. Komm, geh wieder runter. Ich muss den Typen da drüben abknallen. Und wenn du da bist, dann hörst du mich und das ist schlecht. Ja. Das ist der richtige Weg. Geh nach unten. Geh nach unten. Ich kann mir die Suche sparen.
Oder so. So ist auch okay. So. Ich treffe den von hier nicht. Das ist kacke. Ich habe nichts mehr zum Abstechen für den da. So. Also ich müsste schauen, dass ich in das Feld komme. Okay. Dann musst du bitte mal entweder sterben oder abhauen. So oder so. Es wird schwierig, an ihm vorbeizukommen aktuell. Vielleicht sind sie da drüben. Ja, vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. Ich weiß es nicht. Nein! Was zu... Ihr Schafs... Da seid ihr ja! Verdammt! Ah, da drückst du auf Kontern und jedes Mal kriegt ihr den ersten Hieb. Da! So. Ich bin doch schon da. Wenn ich den Krug zerbreche, dann bin ich tot. Geräusch. Das ist ekelhaft. So. Zumindest bin ich schon mal hier. Er ist weg. Moment. Du bist tot. Ist das ekelhaft. Niemand hier. Ich gehe weiter. Ja, das ist nett. Dann hau ab. Ist da irgendjemand? Nein. Ich bräuchte die Ressourcen da unten. Das wäre gut. Oh Mann. Was machst denn du jetzt im Feld hier? Wo ich noch? Oh, nein. Das ist nicht. Ja, ja. Ach, das ist was zum Ablenken. Okay. Praktisch. So, gib mir die Ressourcen hier. Was haben wir denn? Schwefel und Harz, das ist gut. Dann können wir ihn. Okay, dann sind wir mal soweit. Oh, Alchemist mal 100. Nein, nein! Ey, ich bin im Licht, wie können die mich angreifen? Bitte nicht. Ich war im Licht, die können mich nicht angreifen. Wir gehen jetzt einfach mal dadurch. Ich habe keine Lust, dass die mich schon wieder fressen. Der, wenn da wäre, dann könnten wir ihn jetzt zumindest mal nach matt setzen. Das ist ganz praktisch.
Oh, nice, große Kiste. Fünf Stück Harz und Schwefel. Und was hast du hier für mich? Keine Spur. Zwei Schwefel. Sind sie auf einmal zu zweit? Na komm, lauf noch mal da rein. Wollen mich verarschen? Ihn greift ja nicht an, oder? Haut ab, ihr Ratten! Bitte was? Auf der anderen Seite, er kann mich schon mal nicht verfolgen, das ist ganz praktisch. Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Versuchen wir's. Heute Nacht. Mit einem großen Sack. Das kann aber. Reden wir später darüber. Klar. Aha. Das ist meine Hand. Da. Tja, da kickt er, wa? Jetzt habe ich noch einen Tontopf, aber kein Burrito, wie das heißt. Das heißt, wir holen uns so einen Stecker. So. Ich hoffe mal, dass wir endlich diesen Abschnitt beenden können, weil ich finde den minimal anstrengend. Das davor war zwar auch nicht geil, aber ich hasse Ratten. Also ich hasse diese Situation mit den Ratten hier gefangen zu sein. Ich bin nicht dumm. Ich gehe garantiert nicht weiter. So. Bin ich hier gefangen mit denen halt? Ich kann nicht, Amicia. Was kannst du nicht? Hab ich jetzt echt nichts bekommen? Bleib ich wohl hier. Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Gut, du bist wieder da. Was bist du hohl, Junge? Und ich habe dich wiederzusehen. Ich ja. Komm nicht zu dir. Ich komm nicht weiter. Ich kann nicht zugehen, Amicia. Ich bin jetzt hier gefangen. Fuck. Wie schön, dich wiederzusehen. Ah. Lass mich durch, Drecksviecher. Ja. Verzieh dort. Tja, ja. Ja, ja. Ich finde es lustig, dass der öfter mal einfach aus dem Nichts... Ich war schon besorgt. Aus dem Nichts wirklich den Blickkontakt verliert. Das ist echt funny. Traurig, aber funny. Das wird ja. Haben wir es endlich geschafft? Oh, bitte. Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Oh, bitte. Wir haben es geschafft. Matja. Es kann nur besser werden. Oh, eine Werkbank. Aber ich könnte ja eh unterwegs. Also von daher ist es wurscht. So.
Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Ach, wir haben gar keine Dinge. Sonst könnte man nämlich das eher endlich machen. Leute haben wir einmal verbessert. Gut. Das heißt, wir sind ein bisschen leiser. Mal sehen, was sich machen lässt. Achso. Ich dachte, das Gäbelchen da ist für mich. Nein. Das Spiel mobbt mich. Er ist da. Verdammt. Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt. Ja, Entschuldigung. Hallo? Das war nicht so einfach. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt. Sie bereiten sich vor. Ich sollte... Ich sollte wegrennen, weil da kommen Ratten. Was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Ja, keine Ahnung. Ach, der Scheiße. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein. Lauft, lauft weg. Und zwar ganz schnell. Quicktime-Event. Juhu. Nein, nein. Alter. Ich hab doch Steuerung gedrückt. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Nein, nein! Ja, ich bin ja schon weg. Ah, komm schon! Ach komm jetzt! Was ist hier los? Was haben sie dir angetan? Ja, das frage ich mich auch gerade. Nein, nein, nein! Boah. Ich habe sie gewarnt, dass das passieren würde. Es ist sicher dieser verfluchte Wutter. Ach du Scheiße. Das Haus! Ich schaffe das! Ja. Was? Nein, schaffst du nicht. Gottes Willen. Ja, können wir einfach bitte rennen? Oh. Oh Gott! Los, na los! Bitte hör damit auf! Ah. Ach du Scheiße! Ich hasse Quicktime Events, habe ich dir schon mal gesagt? Bitte, Hugo, hör auf! Ich komme zu dir! Steh auf! Wir müssen hier weg! Bleib nicht hier, verdammt, sie kommen! Ach du Scheiße. Das ist keine Plage mehr. Schneller! Das ist keine Ahnung, aber... Das Haus, es steht noch los, schnell! Schneller, schneller! Leck mich am Arsch, ey. Ihr kriegt ihn nicht niemals! Steh auf, lauf weiter. Und das... direkt. Durchhalten! Nico, fast geschafft! Das ist purer Stress. Leck mich am Arsch, ey. Vor allem, wie kommt man auf diese Idee? Er ist euer Sohn, tut etwas! Ah, die Beschützerin, na endlich! Er beruhigt sich nicht, ich weiß nicht weiter. Lass mich! Hugo, Hugo, ich bin hier. Ja, er war mir eben unsympathisch. Sch, bitte beruhige dich, bitte. Ich weiß, warum du bist. Sch, Hugo, bitte. Sch. Hey, ich hatte einen Albtraum. Ich weiß. Was ist passiert?
Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Das größte Problem wäre, du könntest mit dieser Menge Ratten gar nicht zurechtkommen. So viel Feuer kannst du gar nicht anmachen. Amicia, ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt yep. ist verloren. Alles verloren. Wir müssen yep. gehen. Sowas gab's noch nie. Ja. Das ist, Was ist los? Tine Wittler, ne? Mir ist schwindelig. Schöne Wohnen 3.0 und so. Es ist nichts. Schlaf weiter. Aber irgendwo bin ich froh, dass dieser Vaudan weg ist, weil der ist... Ich kann ihn nicht einschätzen, aber er ist mir sowas von unsympathisch. So ein richtig arroganter Priester, Schrägstrich. Auf mich wirkt er sowieso so ein katholischer Priester, die alles komplett verbieten und nein, das ist voll böse und so weiter. Nein. Diese Leute. Es ist zu spät. Weiter. Oh nein. Wer ist das? Oh nein. Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Bitte. Nein. Ich... Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein, ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! So. Bin doch schon da, jetzt stress nicht rum. Ist ein Wasser im Boot? Das sind nur wir, Magister Vaudan. Verstehe, verlieren wir keine Zeit. Charmant. Aber Realist. Das Schöne ist, auf dem Wasser sind wir hoffentlich sicher. Hoffentlich. Moin!